dann clap ich und dann droppe ich ein Beat und mache meine Vorstellung und sage: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein guter Freund von mir geworden im letzten Jahr. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ich habe ja in meinem Podcast mittlerweile Leute aus Rap, Gesang, Politik und Comedy gehabt, aber einer meiner Hauptleidenschaften, Graffiti, ist bisher noch nicht vorgekommen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass mein erster Graffiti-Gast heute jemand ist, der auch alle meine Wände ziert. Hier hängen drei Bilder, die können wir vielleicht gleich nochmal einblenden, denn in meinem Studio in der Kunstwerkstatt hängt ein richtig fettes Bild, das war das erste, was ich von ihm gekauft habe. Sein Name ist Cedric Pintarelli, aka Sweet Uno. Wie geht's dir, mein Bester? Mir geht's sehr gut. Ich hatte sehr schöne Tage mit dir und weiteren Personen hier und ich bin sehr froh, hier zu sein. Ja, Mann. Das waren richtig gute Tage. Wir haben ein Kunstprojekt gemacht. Wir wollen es noch nicht ganz sagen, wofür, aber wir haben uns eingeschlossen. Ist dementsprechend, sonst frage ich ja immer Leute so, wie geht's dir? Was hast du die letzten Tage gemacht? Aber bei dir weiß ich, was du gemacht hast. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ja, wir haben aber viel Kunst gemacht. Wie viele Tage waren es überhaupt? Ich habe schon wieder drei volle Tage. Ja. Genau, mit Betonung auf voll. Es war intensiv. Ja. Und ich habe noch null verarbeitet, aber ich glaube vom Gefühl her, es wird Knaller. Naja, es war auf jeden Fall eine Reizüberflutung im wahrsten Sinne. Ja, genau. Definitiv, die Leute können gespannt sein. Eine der Sachen, die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind, aber sowieso bei dir schon aufgefallen, ich glaube, deshalb verstehen wir uns auch so gut. Mhm. Du bist auch wirklich als Mensch jemand, der sehr sweet ist. Du bist ein sehr netter, gebender, fürsorglicher Typ. So. Und ich wollte fragen, so gerade weil ja im Hip-Hop, du bist auch so ein richtiger Hip-Hop-Dude irgendwie. Glaube ich, hast auch viele musikalisch andere Einflüsse. Aber ich habe gemerkt, immer wenn wir malen und egal, was ich anmache, ob es irgendwie Oldschool, Tribe Called Quest-Kram ist oder ob ich A$AP Ferg anmache, du kennst die Sachen, du bist drin. So. Ja. Und Rap ist ja irgendwie vermeintlich irgendwie immer extrem cool. Und die Superlative, die man sich gibt, sind eigentlich eher böse Superlative. Also man hat diese ganze Zeit im Rap, wo jeder Rapper auf einmal irgendwie so einen Mafia-Namen hatte. Ne? Also auf einmal war alles irgendwie so Mafioso und irgendwie also die Namen von den großen Crime-Families und dann gibt es diese ganzen Namen so Turbo, Power, weißt du, Agro, dies und das so und du bist einfach Sweet Uno. Yeah, genau. Kannst du mal erzählen, wie du auf den Namen gekommen bist? Ja, ich bin ja mit den Anfängen, also ich habe so ungefähr mit 14 Jahren begonnen so, ne, und ich muss irgendwie immer wieder so daran denken, dass irgendwie gerade, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass es halt doch irgendwie so ein Teenage-Thing ist. Ne? Und als Teenager will man ja auch einfach halt als Mann halt erstmal die harte Nuss sein. So. Mhm. Und das ging mir halt genauso mit 14, ja. So kurz nach der Schambehaarung, so ungefähr, ne? Will man erstmal irgendwie Härte zeigen und genau. Und dann muss man sich ja im Graffiti-Bereich dann erstmal eben so sozusagen eine zweite Natur geben, so ein Pseudonym. Und ich habe dann auch angefangen mit, ich muss irgendwie etwas haben, was halt knallhart klingt. Irgendwie so, my name is Riggs oder. Obwohl das, um ganz genau zu sein, mein allererster Name, den ich so graffiti-mäßig versucht habe, war Santana 207. Oh ja, das so, war auch ambitioniert, viele Buchstaben. Ja, genau, waren viele A's. So, ja. Und das war, weil ich eine Platte geschenkt gekriegt habe von meinem Papa, Santana, so, ne? Und irgendwie war das so. Und dann kam noch der Vogel Beo, weil der ja so immer so nachspricht, da ist er so ein Repeater, genau, so, ne? Und dann dachte ich, ja, Beo wäre auch geil, so. Und hab dann aber gemerkt, nee, eben, ich muss, um darauf zurückzukommen, ich muss eben jetzt auch harte Nuss sein, ne? Und wir haben in der Zeit dann auch so halt so British Hardcore Sachen gehört, so wie Silver Bullet, Sound of Noise, den ganzen Kram. Man muss erzählen, du bist aus der Schweiz eigentlich, du bist ja, in Basel groß geworden und die Schweiz, Hamburg und Köln sind so die einzigen Orte, die ich weiß, wo dieser britische Rap, genau dieses Silver Bullet, Gunshot, Hard Noise, alles was aus der Zeit kam, das war irgendwie in so ein paar Orten, also in der Schweiz, in Hamburg, und in Köln weiß ich, dass es irgendwie populär war, wenn du so mit Leuten aus Stuttgart oder so darüber redest, wo eher der Ami-Einfluss war. Die haben keine Ahnung teilweise von diesen, von diesen Sachen. Oder so in der Zeit war es auf jeden Fall wirklich so, diese paar Epizentren gab. So. Also da warst du noch in der Schweiz, genau. Da war ich noch in der Schweiz, so mit meinem jugendlichen Alter. So, ne? Ich bin dann erst später nach Deutschland gezogen. Können wir ja dann noch darauf zurückkommen. Aber eben, und dann kam halt auch so NWA und ne, so. Und
man hatte dann das Gefühl, man muss jetzt auch irgendwie auf dieser Schiene da fahren. Und dann haben wir uns eben so mit unseren 14, 15, 16 Jahren halt auch solche Namen dann halt schlussendlich ausgesucht. Das heißt, ich habe dann bemerkt, ah nee, Santana 207 geht nicht so. Beo geht nicht, das ist ein Vogel, weißt du? So. Name, das ist ja... Ja, das ist schon deine Identität. Graffiti eben, ist, ne? Ja, das ist eine Identität. Du gibst dir eine Identität. Ne? Das ist ja, das ist schon auch the game, so auch im Hip-Hop, also überhaupt im Hip-Hop. Du gibst dir sozusagen eine zweite Natur, so du baust dir eine eigene Welt. So, du baust dir eine, ja, so. Und das war dann halt eben erstmal eine harte Welt und dann war ich halt dann irgendwann, bin ich bei Ricks stehen geblieben. R-I-K-S. Genau, mit KS und hab dann so Varianten gemacht, auch mit X und so, weil X ist ja auch so hart, ne? Ich kenn's, Digga, jedem Deluxe, was ich mal, ist ein verdammtes genau. X. Genau. Und dann kam so ein bisschen, dann kam so Anfang 90er, kam, also 90 war ich 14 Jahre alt, dann die Basler Szene war echt sehr rough. Dann kam so auch die Heroinwelle. Oi. So, die hat halt auch noch mal so richtig reingeprügelt. Das hat sich hast so du dich aber nicht mit beteiligt? Nein, ich hatte halt Freunde, die Folie schon, geraucht haben so. Und das war, handelt sich wirklich um Monate, ne? Hatte ich so das Gefühl, es wurde Folie geraucht wie das gleiche wie Tüten rauchen so. Die Leute hatten gar nicht auf dem Schirm, was, dass du ein Chunky wirst so. Und hab dann da auch Leute wirklich, die halt weggestorben sind und so. Und das Ganze hat sich vermengt mit der Ultraszene vom FC Basel, weißt du, so. Und dann wurde das so rough und deprimierend und krass, dass ich bemerkt habe, shit, ey, ich will das nicht. Das bin ich nicht. So, ich bin, wie du gerade beschrieben hast, ich bin eigentlich ein smarter, sweeter Typ. So. Und hatte zum Glück wieder einmal, ne, die Frauen im Leben, die richten es dann. Hatte ich eine tolle Freundin, die mich immer Sweetie genannt hat. Ah, okay. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, genau, sweet. Ich habe viel Soul gehört zu der Zeit. Und da ist ja auch so, da heißt es, habe ich oft dann so in Nebensätzen so gehört, die sagen nicht, wow, that's fucking rough, oder sondern es hieß, wow, that's sweet. That's sweet, ja. Das geht runter wie Honig, es geht runter wie Öl, weißt du, so Sachen. Da bemerkt, ja, das fühle ich viel mehr als dieses, ich bin kein fucking heroinabhängiger Typ, so, ne, ich bin nicht so rough. Und dann kam auch so die Entdeckung von eben so Drag Called Quest, so, ne, das war dann von diesem Hip-Hop, der auch so eine Alternative gezeigt hat zu, man kann Hip-Hop sein und muss jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit extrem auf Gangster machen und mit Waffen rum. Und man bleibt. Die haben eine schöne Alternative gezeigt, diese Native Tanz. Viel authentischer so. Zu mir, so. Ja, genau. Zu meiner Person und auch zu meinem eigentlichen Umfeld und auch familientechnisch und so. Also eigentlich, ja, Suche nach Identität, ne? Ja. Nach der wahren Identität. So. Ja, das war auch schon in den 90ern, fand ich das irgendwie dann Hip-Hop. Langsam jetzt auch wieder, aber ich fand, es gab so eine Zwischenzeit, wo Rap nur noch dieses Stigma hatte. Weißt du? Also, genau. Dass es alles hart ist. Also sowohl damals, und dann kam eben diese Native Tongues Era mit Tribe Called Quest, De La Soul. Genau. Und auf einmal so Jungs hattest die so ein bisschen hippie-mäßiger in Batik-Shirts. Ja, und alles genau. Ist irgendwie so ganz farbfroh und nirgendwo ist irgendeine Knarre im Bild oder eine brennende Mülltonne. Das war richtig happy. So, und die kommen aber auch aus den gleichen Ghettos und den gleichen Grundumständen, ja, genau. Die haben nur eine ganz andere Art gefunden, ihre Gefühle umzusetzen in die Musik. Das war ja auch das, was mich im Nachhinein so fasziniert hat, weil du gerade Soul auch erwähntest. Die ganzen Soul-Sänger und die ganzen Gruppen, alles was wir kennen, sagen wir mal die Temptations, ne, die da slick in ihren Anzügen stehen und dann ihre choreografierten Moves zusammen machen, die sehen ja so viel unghetto-mäßiger aus, als wenn du jetzt einen Rapper siehst. Aber die kommen ja aus den gleichen Ghettos, aus den gleichen Umständen, sogar noch in einer früheren Zeit, wo Schwarze es noch schwerer hatten. Und die haben sich einfach so ein anderes, das Etikett war eben wichtig, ne? Dass man eben genau versucht, nicht Ghetto rüberzukommen. So. Und das hat sich dann irgendwann extrem geändert. Auf jeden Fall. Ja, und das war genau die Inspirationsquelle. Und so kam es dann irgendwie zu diesem Wort oder zu diesem Namen. Sweet. Sweet. Gleichzeitig aber eben auch das Wort, ne? Weil du suchst dir natürlich auch Buchstaben aus, nicht nur Name. Ich fand den Klang schön, sweet, so T am Ende, so on point. Und aber auch vom Klang her und dann halt die Doppel-Es. Also, ne, Scene hat auch Doppel-Es zum Beispiel. So. Und du kannst halt mit Es, ich habe da am meisten Charakter gesehen, weißt du, so Auge, unten, weißt du, bei kleinen E's, unten so der Kiefer, ne, dann packst du zwei Zähne dran, so, und schon hast du einen Carry, so, ne.
Und ich komme ja, ich habe schon immer gezeichnet, das wurde mir so in die Wiege gelegt. Okay. Und habe, bevor... Auch Eltern irgendwie künstlerisch? Ja, mein Vater war, damals hieß das noch technischer Zeichner. Ja. Und das war natürlich lange bevor der ganze Computerkram kam, so, der musste halt wirklich Zeichnungen anfertigen, so, und für... Hat so im Ingenieurswesen, da ging es so um Filteranlagen, weißt du, wie kann man Wasser sauber machen und so, musste dann diese ganzen Maschinen zeichnen. Und kann halt super krass zeichnen. Der hat Autos gezeichnet und auch Gesichter und Architektur gezeichnet und so. Wow. Und damit bin ich halt aufgewachsen. So, ne? Und allein in meinem Namen Pintarelli, Pintar ist auf Spanisch Farbe und Pintarelli ist übersetzt der, ein kleiner Maler, ein Malerchen. So, ne? Also so irgendwie ist es halt, das ist mir in die Wiege gelegt. So. Genau, und so kam ich halt auch übers Zeichnen, wo ich dann viel einfach rein figurativ, ne? Ich habe dann auch meine Fische gezeichnet und meine, und dann kam dann so langsam, kam dann so meine Kassettendecks gestaltet, weißt du, so im Radio damals noch mit Tape, ja. Record und dann irgendwie, oh, Madonna Like a Virgin, klick, ja. Ah, geil. Und dann kurz bevor der Typ wieder reinquatscht, Pause drücken, weißt du, so. Sich selber seine Mixtapes machen wir auf jeden Fall nach. Ja, genau, es war echt, ich habe das geliebt, ja. Ich habe das nächtelang gemacht, so, ne. Und das war so ein schöner, fließender Übergang dann zu Graffiti, weil... Ich musste ja eben so Hitparade 86, ja. Madonna Like a Virgin, ja. Was weiß ich, The Cure, so stylen eigentlich. Ne? Und dann kam dieses Graffiti-Ding. Ja. Und das war eigentlich, ja, ich war schon in Vorarbeit sozusagen, war vorbereitet dafür. Krass, Mann. Ja. Und du bist ja auch, wann, also weil du bist ja auch Schauspieler, das habe ich im Intro vergessen zu erwähnen. Ja. Da können wir auch noch später nochmal detailliert über deine Arbeit als Schauspieler reden, aber in der Zeit, von der du jetzt gerade redest, du hast gesagt, 90 warst du 14, denn kurz danach hast du dann irgendwie den Namen innerhalb der nächsten Jahre, vielleicht so mit 16, dann Sweet Uno dann? Ja, sogar, oder Sweet... nee, noch ein bisschen später sogar, okay. Ja, genau, ich weiß es gar nicht mehr genau. So. Und was war zu der Zeit, wo sich so dein Name geformt hat und wo du so wusstest, okay, Graffiti ist so richtig mein Ding, hobbymäßig quasi, weil zu der Zeit schätze ich mal genau wie bei mir, als ich wusste, dass meine komplette Leidenschaft irgendwie Rap und Hip-Hop ist, aber ich hatte eben gar keine Vorbilder, die das vorher zu einem Beruf gemacht haben. Ja, genau. Dementsprechend ging es dir ja sicher auch so, dass du irgendwie das wusstest, dass du willst ganz viel Zeit in deinem Leben damit verbringen, aber hast auch nicht irgendeine Garantie, dass du jetzt deinen Eltern sagen kannst, ach guck mal, das mache ich ja eh schon, wie wenn du jetzt technischer Zeichner, weißt du, wenn du das einfach genau das immer nur gemacht hättest wie dein Dad, dann hätte er dann der bestimmt gesagt, okay, dann hier kannst du in meiner Firma anfangen. Mhm. Aber du hattest dann was komplett anderes. Und wie hat sich denn zu der Zeit sozusagen deine berufliche Orientierung, auf was hast du dich fixiert? Schriftmaler. Aha. Typograf hieß es damals. Okay. Ich wollte dann Grafiker / Schriftenmaler werden. Okay. Ich hatte schon ein bisschen das Vorbild Sigi von Köding, der. Ja, rest in peace. Genau. Mhm. Und er ist auch Schriftenmaler, beruflich. Der hat das komplette Know-how, also das ganze Handwerk drauf gehabt. So. Und dann war mir das klar, irgendwie so, weil er war irgendwie mein erster Mentor, hat uns damals so mit 14 halt, wir haben halt ziemlich schnell Trouble gehabt. So, und er hat uns da rausgeholt so, und hat uns gleich in so eine Auftragsebene reingebracht, hat uns mit auf die Champs genommen. So, also war echt Türöffner. Komplett. Und er war eben Schriftenmaler und dann war das für mich klar, ja klar, ey, Graffiti kann man nicht in der Akademie studieren oder sowas, also mache ich mir einfach handwerktechnisch, werde ich Schriftenmaler. Und damals hieß das eben noch Typograf, so, also das war dann so Bleisatz, weißt du, da arbeitest du in der Druckerei und hast da wirklich einen riesigen Kasten mit so kleinen Metallbuchstaben, ne, verschiedenste Fonts. Und dann musst du das so setzen in den Setzkasten. Dann wird der Kasten rübergetragen und dann wird das gedruckt. So. Und das habe ich noch im ersten Ausbildungsjahr gelernt. Und dann kam der fucking Computer. Ach so. Hat das komplette Handwerk zerstört, weil du bist viel zu langsam im Handwerk. So. Dann hieß es im zweiten Ausbildungsjahr, ey, den Beruf, den du angefangen hast, wird es nicht mehr geben, wenn du fertig bist. Wow, das habe ich noch nie gehört, dass irgendwer was anfängt. Ja, das war dann auch, da ist auch so ein Heidelberg-Bezug, ne? Heidelberg Druck ist ja riesig international. Mhm. Ey, es ging halt richtig bergab dann so. Weil der Computer hat alles auf den Kopf gestellt. Mhm.
Naja, auf jeden Fall musste ich dann halt das Handwerk des Computers mir drauf schaffen, so. Und das war dann so Photoshop, so die ganzen Klassiker. Ja, genau. Und im dritten Lehrjahr hieß es dann, ja, genau, dann wurde es vom Typografen zum Polygrafen, weil die Bildverarbeitung dazu kam. Mhm. Und im dritten Jahr hieß es dann, ja, also den Polygrafen wird es nicht mehr geben, wenn du fertig bist. Und ich so, wie, was denn jetzt, Leute? Ich habe doch jetzt angefangen, genau, was wollt ihr denn von mir so, ne? Was soll ich denn jetzt machen? War kurz davor abzubrechen, so. Mhm. Und dann hieß es, kam das Web dazu. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren wurde dieser Beruf mehrfach durchgerüttelt. So. Und viele hatten ja dann auch den Homecomputer und ihren Drucker. Das heißt, die Physiotherapeutin mit ihrem Visitenkärtchen lief nicht mehr in die Grafikbude, sondern hat es halt selber gemacht. Ne? Also es ging dann nochmal bergab mit der ganzen Branche. Und ich wurde dann auch krank. So, ich habe dann Nierensteine gehabt und so ein Kram, weil ich nur noch an diesem fucking Computer war, 8-9 Stunden am Tag. Richtig so stressbedingt. Stress, es war Stress für mich, es war richtig Stress. So. Es hat mich, weil man, ich weiß nicht, ich bin so ein Körpertyp. Mhm. Ich brauche Bewegung, ich brauche Sauerstoff, ich muss mit Menschen, ich bin ein Mensch. So. Ja. Ja. Und der Computer hat mich echt vernichtet irgendwie so, ne, in meinen jungen Jahren. Und dann brauchte ich als Ausgleich war dann, ey, nachts raus, saufen, bomben, so als Ausgleich. Ja. Ne? Also es war so ein richtig ungesundes Leben. Und ich bin dann so ein sturer Typ, ich zieh's dann durch, ja, hab dann die Ausbildung fertig gemacht. Und wusste aber schon, ey, ich werde keine Sekunde in dem Beruf arbeiten. So. Und dann hatte ich sozusagen meine erste Lebenskrise, ja, und konnte mich aber immer gut an Graffiti und Hip-Hop, das hat mich sozusagen gefestigt. Also nicht nur das Machen, sondern auch das, was dann an Werten und Informationen dir mitgebracht hat. Genau. Vorbildern vielleicht auch so. Ja, und auch echt die Musik. Also die Musik ist dann ganz ein wesentlicher Orientierungs- und Festhalt gewesen, der mich dann irgendwie geführt hat. Und dann, um wieder zu den Frauen zu kommen, so, ne, hinter jedem starken Mann ist eine starke Frau oder was, irgendwie so. Oder mehrere, genau. Kam meine Mom und hat gemeint, okay, du, ich verstehe das, du gehörst ans Theater. Mhm. Und ich so, Theater? Noch nie irgendwie über Theater nachgedacht. Mhm. So, ne? Und ich so, ja, wieso denn Theater? Und sie so, ey, überleg doch mal, alle Künste kommen in einem Haus zusammen. Vom Schreiner bis zum Dirigenten, Malersaal, Tanzensemble. That's Musik, it. Ja. Da gehörst du hin. Du bist zu vielschichtig, vielseitig interessiert. So, und geh doch dahin. Deine Mutter hat das gesagt? Ja. Hammer. Weil ich war so orientierungslos. Ja. Weißt du, ich wusste nur, ich will auf jeden Fall Graffiti machen und mit Leuten an guten Orten zu tun haben. So. Warst du zu der Zeit noch in Basel? Da war ich noch in Basel, okay, genau. Ja, und dann ging das relativ flott. So, dann nach Freiburg gefahren, das ist in der Nähe von Basel, einfach mal hingefahren, so. Schauspielschule, vorgesprochen, super schlecht vorbereitet gewesen, weil es war so ad hoc. Und ich so, ja, ich habe nur einen Monolog und ich habe ein Lied, mehr habe ich leider nicht. Und die, ja, mach einfach. Und dann wurde dieses Vorsprechen aber so sessionmäßig ein bisschen. Also zum Beispiel der Musiklehrer hat dann so gemeint, ja, können Sie ein Instrument? Und ich so, nee, ich kann ein bisschen Percussion und ich mache manchmal so auf dem. Ich mache manchmal den so, ne? Und er so, ja gut, dann machen Sie mal. Und dann habe ich den halt einfach so Body Percussion halt da gezockt, so, ne? Und er ist darauf eingestiegen und hat gesagt, ja, kannst du das nachspielen und so, bla bla bla. Und ja, und auf der Humorebene hat auch viel stattgefunden. Und dann haben die mich einfach genommen. So. Und ich kam, es war so auch wieder so eine Art Rettungsanker. Also so wie eben Hip-Hop auch immer so eine Art Rettungsanker war und eine Orientierungshilfe und ja, identitätsstiftend und so. Und dann hast du da die Ausbildung, also die schulische Ausbildung? Genau, und dann bin ich 4 Jahre, das war sozusagen mein Step nach Deutschland. Also gibt es einen Unterschied zwischen Theater, Schauspielausbildung und Filmschauspielausbildung oder geht es am Anfang erstmal, machen alle das Gleiche und das, dann trennt sich irgendwann? Oder ist es, war es spezifisch nur für Theater? Das war eine reine Theaterausbildung. Man konnte noch so Kurse belegen, so Film für Film. Aber man muss schon unterscheiden, weil es ist ein komplett anderes Handwerk. Ne? Ja.
so vor der Kamera, weil wenn du auf der Bühne stehst, du kennst es ja, ne? Wenn du 800 Leute erreichst, ohne Mikrofon, ne? Nur rein stimmlich 800 Leute erreichen, das braucht Handwerk, ne? Da musst du Stimmübungen haben, Atemtechnik, so. Und das kann ein Filmschauspieler nicht. Ein Theaterschauspieler kann aber eher Film machen, so. Also weiß ich nicht, zum Beispiel, ich nenne einfach mal Jürgen Vogel als Beispiel, der keine Ausbildung hat sozusagen und in den Film gegangen ist, der Step auf die Bühne wäre für ihn hart. Ne? Ja. So, da müsste er erstmal eben so rein stimmtechnisch was machen und du musst auch anders denken. Musst, ja. Ne? So ist einfach eine andere Kiste. So. Und da gibt es dann schon Schulen explizit für Filmschauspieler. Und was war dann dein, also wie ging das denn so an? Also du warst denn da, wurdest angenommen und dann, wie läuft denn so eine Ausbildung? Ist das denn jeden Tag irgendwie, spielt man richtig oder ist auch viel Theorie oder? Beides, ja. Ich muss mich gerade mal kurz erinnern, so, ich kann mich so, mein Schauspiellehrer war für mich sehr wesentlich und ich weiß noch, wie er in der ersten Woche hat er gesagt, okay, das ist jetzt die Woche des Siebes. Da habt ihr die Chance, euch nochmal wirklich, ihr dürft jetzt mal ein bisschen schnuppern. Und da habt ihr die Chance, euch das nochmal zu überlegen, weil das wird jetzt euer Leben nochmal umkrempeln, so ungefähr. Ne? Und wir so, okay, krasse Ansage, was heißt denn das jetzt so psychomäßig? So, ne, so. Und er so meint nur, ihr werdet jetzt für euch selbst nochmal komplett sensibilisiert. Ihr müsst euch nochmal komplett in Frage stellen, weil ihr seid jetzt euer eigenes Instrument. So. Also, ne, man muss dazu sagen, alte rumänische Schule. Ne? Robert war, ist in Rumänien Staatsschauspieler gewesen und so, also so Prof, und du warst so ein Prof, weißt du, so kluge Worte, ja. Und immer, weißt du, so ein bisschen Gypsy-mäßig. Ja. So. Und wahrscheinlich auch irgendwie so eine hohe Erwartung an diese Kunstform auch, oder? Die er mitgegeben hat. Also, das sehr ist heilig, ich hatte auch immer gesagt, die Bühne ist ein Tempel. Ja, genau. Die Bühne ist ein Tempel. Und wenn du auf die Bühne gehst, dann bist du ein Gott. Wow. Weißt du, so immer solche Worte. Oder aber dann auch wieder so andere Sätze, so wie nie das Spektakel. Weißt du, nie das Spektakel. Ja, so, was heißt das? Und so, nie das Spektakel. Versuche nicht spektakulär zu sein, versuche authentisch zu sein. Echt, ja. Weißt du, immer so, weißt du, so tiefe Sätze und das halt 4 Jahre lang. Ja? Wow. Super Schule aber, sehr gute Schule, weil er hat dich trotzdem immer gelassen, so wie du bist und wollte, also so. Naja, auf jeden Fall kamen dann so Fächer wie Improvisation. Dein Tee pfeift. Der will nochmal, dass ich trinke. Improvisation war für mich ein wichtiges Fach, also mit nichts auf die Bühne, kein Requisit, nix. Hände aus den Hosentaschen, was ist mit deinem Kopf, was ist mit deinem Bein, was ist mit deinem Spielbein, wo ist dein Spielbein, so. Und du immer nur so und dann irgendwie, ja, mach den Affen. Wie, mach den Affen? Spiel einen Affen. Okay, ja. Sei ein Gorilla, so. Und jetzt sei ein Schmetterling, weißt du, so. Und dann musst du das mit nichts, ja, musst du da irgendwie was finden. Und das fühlt sich schon strange an und dann auch so komische Sachen wie Ausdruckstanz. Mhm. Dann hatten wir Ballett, wir hatten Schwertkampf, Singen, also, ne, so, und da wurde es dann auch theoretisch, so Musiktheorie, Theatertheorie, also so die ganze History. Also, es war dann schon, weil du meintest, von wegen, also Theorie und Praxis war da, ist dann schon beides so. Haben da viele, hast du viele gesehen, die es nicht durchgezogen haben? Ja. Ich kann es mir so krass vorstellen, dass man da so reinkommt und ja selber für sich jeden Tag quasi getestet wird. So, wie, weil der Typ hat ja wirklich, ich glaube, Schauspielen hat ja mehr fast als jede andere Kunstform mit Komfortzone verlassen zu tun. Ja, ne? Wenn genau. Ich mir sonst als Künstler aussuche, oder also egal ob jetzt als Rapper oder als Graffiti-Maler, das ist mein Stil, damit fühle ich mich wohl. Und dann, weißt du, es liegt nur noch an dem Erfolg, den ich damit habe oder nicht. So. Aber beim Schauspielen wird einem ja so viel abverlangt, was man definitiv nicht ist. Ne? Man wird irgendwie quasi gezwungen, Leute zu küssen, die man nicht attraktiv findet. Ja. Man wird gezwungen, irgendeine Körperbewegung zu machen, die gar nicht natürlich aus dir rauskommt. Ja, genau. Und du hast anscheinend dann so Wege gefunden, das für dich zu machen und irgendwas daraus zu lernen und zu ziehen. Aber wie viele Leute hast du um dich rum gesehen, die so weg? Also wir haben mit 14 Leuten gestartet. Abgeschlossen haben 7, glaube ich. Okay. Oder 8.
Also wir hatten in der im ersten Jahr sind, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, das war 98, ne? Aber es waren so, glaube ich, 4 Leute sind dann abgesprungen, weil es too much war. Weil du machst dann wirklich halt auch so Psycho-Sachen, so wie so innere Reise, das nennt sich auch Stuhlentspannung, wo du halt sitzt und du wirst von ihm geführt. Zum Beispiel, erinnere dich mal an dein Kinderzimmer. Was war da für eine Türklinke? So, und dann, wenn man mit geschlossenen Augen in einer tiefen Entspannung ist, ist es verrückt, du hast das alles im Schädel, ne? Und dann gab es aber auch Leute, das hat die komplett gecatcht. Die haben angefangen zu zittern und so. Ne? Sind andere Traumata oder irgendwelche Sachen? Ja, weil es zu tief reingegangen ist. So, ne? Und Moritz ist auf dem Stuhl gekippt und so Sachen. So. Das war dann irgendwie, es war einfach eins zu viel. Oder du sitzt auf dem Stuhl und du wirst angeschrien und angeflucht. Und du musst immer lachen. Weißt du, solche Übungen. Oder es wird dir irgendwann ins Ohr geflüstert, irgendwie was total Lustiges. Und du musst aber versuchen zu weinen. Weißt du, so. Das ist so, wie er gesagt hat, du musst versuchen, dich zu beherrschen, aber du musst dich halt auch haargenau kennen, damit du als Instrument vom Regisseur benutzt werden kannst. Weißt du? So. Also irgendwie muss man voll bei sich sein und irgendwie muss man auch ganz viel gleichzeitig loslassen. Ne? Ja, genau. Und das ist das Schizophrene auf der Bühne. Das ist echt Schizophrene. Das ist Schizo, ja. Und jetzt nicht das Krankhaft-Schizo, sondern das ist eine schizophrene Situation einfach. Und da gibt es ja dann so, was die großen Amis machen, so De Niro und Pacino mit Method Acting und so. Das hat auch mit einer kompletten, tiefen Entspannung zu tun und einer kompletten Balance. Und deswegen haben die so eine Aura. Weil das ist alles, ich stelle mir das immer vor wie so ein Pendel, was da drin so. Ne? So. Hammer. Und das sind diese Großen, weißt du, die nichts machen und du bist die ganze Zeit an ihnen und dran. Und echt nicht weiß, ne, was genau einen jetzt daran fasziniert. Das ist einfach total. Bei De Niro geht es mir immer so, wo ich so denke, so, das ist der Typ, der ich glaube, am Set würde der jederzeit sagen, okay, Leute, das ist kein Film mehr, wir hören jetzt auf. Der sagt dann auch so Sätze wie, ich probe nur, wenn es sich lohnt. Sonst machen wir den Film kaputt. Ja, kann ich mir auch vorstellen, irgendwie, das mag ich eh auch an gefilmten Sachen oft nicht. Weißt du, auch wenn man so irgendwas fürs Fernsehen dreht, dann ist so, irgendwie, die drehen mich und ich mache gerade eh irgendwas. Weißt du, so, ich weiß nicht, mal ein Bild so und dann filmt gerade keiner und dann danach sagen die, hey, kannst du noch mal ein Bild malen? Weißt du, also, genau. Immer so oft, weißt du, dass der Moment nicht gecatcht wird. Ja, genau. Da hatte ich mal so ein geiles Erlebnis mit einem marokkanischen Sänger, auch im Theater, weil du sagst, der Moment nicht gecatcht ist. Da hatten wir so ein Projekt so mit Ägyptern, also wir hatten so eine Co-Produktion mit Alexandria. Und dann, also das heißt, die haben ein Stück gemacht und wir haben ein Stück gemacht. Und da mussten wir singen und dann kam dieser marokkanische Sänger. Und wir waren so voll so auf Deutsch, weißt du, 10 Uhr Probenbeginn, dann haben wir eine Stunde, dann wird checken wir den Song, dann üben wir das und dann können wir das. Und er kam halt so rein und hat schon von Anfang an wahrscheinlich bemerkt, so, nee, so Leute, ich mach das nicht so. Ich mach das erst, wenn der Moment da ist. Und dann so die Regisseurin so, ja, kannst du uns mal was vorsingen und so, dass wir das mal hören und damit die Schauspieler das mal im Ohr haben und so. Ja, so, ja, aber nicht jetzt. Und hatte wieder so eine geile, auch so ein Pendel halt irgendwie wieder so in sich, ne? Also war einfach ein richtig guter Dude. Und dann haben wir mit dem einfach da gesessen, es war sehr still und haben da einfach nur so Kaffee getrunken und Tee getrunken und so ein bisschen angeteasert. Und dann plötzlich mittendrin hat er dann angefangen zu singen aus dem Nichts. So. Wenn der Spirit da ist, ja, aber nicht, wenn der Befehl kommt. Genau. Richtiger Künstler. Ja. Hat sich zu der Zeit dein Graffiti-Ding immer weiterentwickelt? Also war das immer konstant oder war es auch mal, dass so viel Fokus oder Zeit gefordert war von dem Studium, das weniger wurde? Nee, das lief immer parallel. Hat es gegenseitig beeinflusst in irgendeiner Weise? Also hast du gemerkt, dass irgendwas von dem Theaterding und deinen philosophischen Ansätzen, gerade diesem sich selber kennenlernen und so? Auch Hip-Hop und so. Ja. Ganz viele Parallelen. Weil es, glaube ich, einfach Kunst ist. Ich hatte teilweise das Gefühl in der Ausbildung, dass ich Sachen einfach schon weiß und schon verinnerlicht habe, weil ich es durch Hip-Hop schon gelernt hatte. So, ne? Herangehensweisen, aber eben auch Werte.
Und eben wieder mal durch die Musik auch, ne? Aber auch durchs Malen und durchs Zeichnen. Das heißt auch nicht umsonst, dass der Regisseur sagt, ey, ich zeichne eine Figur auf die Bühne. Oder ey, lass uns die Figur da noch mehr betonen. Oder lass uns das, weißt du, da kriegst du mehr eher dieses Licht und deswegen wird das dann, weißt du, das sind manchmal so die so ähnliche Begriffe einfach. Und das war für viele, die bei mir in der Klasse waren, ein komplettes Neuland und ich kannte es einfach schon. Ich wusste ja klar, was Kontrast bedeutet so. Wenn er sagt, ey, mach die Figur kontrastreicher, dann wusste ich sofort, was gemeint ist, weil ich im Graffiti dieselben Begriffe benutzt habe oder das aus der Musik kannte oder so. Genau, und deswegen, ich merke es auch jetzt, je älter ich werde, es ist eigentlich fast egal, was für eine Schule du gemacht hast. Du kannst immer mit allen arbeiten, so, solange man ungefähr dieselbe Sprache spricht und denselben Spirit kennt. So, ist eigentlich fast egal, mit wem man arbeitet. So. Also das finde ich auch so großartig bei dir, wie du mit deinem Max Rabe, ne? Ja. Genau. Das funktioniert ja wohl. Ich liebe solche Sachen, diese Verbindung, wo man... Was nicht funktionieren sollte in der Theorie. Genau, und funktioniert genau. Gut, das ist wie bei den Kindern. Ne? Ja. Die lieben das, die lachen sich kaputt, wenn etwas sagt, ey, das geht nicht. Doch, das geht. Und dann zu der Zeit, du hast auch also schon illegal auch früher ja viel gemalt. Ne? Also war das auch dann in der Ausbildung, dass du wirklich den tagsüber dann geschauspielert hast und, und dann nachts einfach los und... Statt lackiert. Und hin und wieder noch ein bisschen raven gehen. Ah, das war dann auch so ein bisschen so die Techno-Phase. Mhm. Die kam dann schon auch noch dazu. Mhm. Die hat dann wieder so ein bisschen härter reingebracht, merke ich jetzt gerade. Mhm. Weil. Mhm. So. Krass. Ja, genau. So hat das ungefähr ausgesehen. Ich muss, ich habe die ganze Zeit diese eine Story im Kopf, die hast du mir neulich erzählt und die ist mir so krass hängen geblieben. Weil Graffiti ist natürlich durch dieses illegale irgendwie vermeintlich ein sehr gefährliches Ding. Mhm. Aber es ist ja auch gefährlich auf anderen Arten, nämlich, dass man sich irgendwie verletzen kann, irgendwo runterfallen kann, irgendwo an eine falsche Stromschiene kommen kann. Ja, ja. Wie wir ja auch schon in den alten Hip-Hop-Filmen, war es Beat Street oder Wild Style, wo der Typ auf der Third Rail gegrillt wird da? Wild Style, glaube ich. Ja. Und du hast mir so eine Story erzählt, dass du mal nicht beim Malen, sondern tatsächlich beim Abfotografieren deines Bildes irgendwie auf ein Dach rumgeklettert bist und dann echt einen richtig tiefen Sturz hattest, bist durch dieses Dach gefallen. Hast du Lust, nochmal diese furchtbare Memory irgendwie hochzubringen und mit den Leuten zu teilen, einfach auch, weil es, also mir ist die tierisch im Kopf geblieben und ich finde, sie hat auch echt so einen pädagogischen Lehreffekt, so, weil ich bin auch ab und zu irgendwie auf irgendwelchen nicht ganz so soliden Untergründen unterwegs und sobald man in seinem Kunstelement ist, nimmt man das auch nicht mehr so wahr. Ne? Also dieser Tunnelblick, der einen ja oft hilft es ja, der Tunnelblick einen von der Realität zu entfernen, so, aber genau in so einem Moment, wo man auf dem Dach rumsteht, ist eben schon auch wichtig, ne? diese Realität zu checken. Und wie tief bist du da gefallen? Ich bin 5 Meter runtergefallen, direkt auf den Beton. Scheiße. So durch ein... Ich nenne das immer das war so der Icarus-Moment meines Lebens, weil ich da wirklich fast mein Leben verloren hätte. So, ne? Ich habe fürs Theater in Heidelberg halt ein riesiges Mural gemalt, so knapp 12 Meter hoch, ungefähr 8 Meter breit, so circa. Und eine ganze Hausfassade? Genau, genau. Und hab da auf dem Gerüst gearbeitet. Und ich war halt wirklich wie so ein Äffchen irgendwann, weißt du, Leiter gar nicht mehr benutzt, sondern nur am Gestänge hoch und runter, bababa. Und bei Gerüst siehst du das Bild nie. Ne? Und ich brauche immer, was für mich wichtig ist, dass ich immer wieder mal Abstand nehme, ne? So wie in der Reflexion, da bin ich, aber auch einfach nur rein gestalterisch. Und so, auf jeden Fall war ich dann endlich fertig, es war eine anstrengende Arbeit so. Und dann kam die Gerüstbauer und ich so, stopp, wartet, ich will Zeitraffer filmen. So. Und dann habe ich keinen anständigen Winkel gefunden, um das zu filmen und habe mich eben auf so ein Garagendach gestellt und ich wusste schon so, oh, Eternit, Wellblech, könnte heikel sein, komm, lass mal schön anhand der Schrauben auf dem Gerüst so und das war auch alles safe. Und dann eben, wie du gerade beschrieben hast, kaum ist die Optik und der Flash, so endlich kommt mein Bild, weißt du, so wie Vorhang geht auf. Ja. Und ich mache halt in dem Moment einen Schritt nach hinten und rutsch mit Glasfaserfenster in die Garage rein, fall da halt 5 Meter runter und knall da auf dem Betonboden.
Kannst du dich an den Fall erinnern? Ja, ich kann mich an das Gefühl des Falles erinnern. Und ich weiß, dass mein rechter Arm mein Leben gerettet hat. Ja. Und das war einfach nur eine große Bewegung. Ja. Ne, ist ja logisch. Wenn du nach hinten fällst, machst du erstmal so. Ja. Und dann, also der da und dann Batsch auf die Hüfte. Ja. Und dann erst auf den Kopf. Ja. Wenn es direkt auf den Kopf gegangen wäre, ja, dann wäre mindestens Rollstuhl, höchstens, ne? Mhm. So. 28. April. Welches Jahr? 2008. Oh. Und dann da liegen und ich hatte nicht auf dem Schirm, ob ich jetzt sterbe. Mhm. Ich wusste es einfach. Du lagst dann ja auch in der Halle da irgendwo alleine. Ich lag einfach da in dieser Garagenhalle und ich habe einfach nur noch Blut gesehen, so. Mhm. Ich wusste, ich kann mich nicht bewegen. Dann der Schmerz. Und dann kam eine große Kälte, eine körperliche Kälte. Der Körper macht ja alles richtig in so einem Moment dann. Das ist so krass, ne? Weil du sollst dich ja dann nicht mehr bewegen. Nicht, dass noch mehr kaputt geht. So. Und dann kam eine große Kälte und ein Gefühl, wie wenn ich im Boden versinken würde. So, wie wenn sich so irgendwie was zusammenzieht und ich so nach unten. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh shit, jetzt ist Schluss. Und obwohl das nicht stimmt, das war gar nicht so ein Shit-Moment. Das war eigentlich eher so, okay, das war's jetzt. Mhm. So. Das war eigentlich gar nicht so shitty. Also die Schmerzen waren shitty. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Aber irgendwann, also bei mir, nicht, dass ich irgendwie jemals was Schlimmes erlebt hätte, aber nur, ich bin auch manchmal so extrem schicksalsergeben. Zum Beispiel, wenn Turbulenzen im Flugzeug sind, kann ich super schlafen, weil ich dann einfach, das ist rückelt so schön und dann bin ich einfach so auf, okay, ich kann dem Typ eh nicht helfen, weißt du, so, wenn ich im Auto als Beifahrer sitze, dann bin ich der schlimmste Beifahrer, weil ich genau, weißt du, so wie ich es machen würde, aber beim Pilot wüsste ich eh nicht und deshalb kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dieses, okay, ey, jetzt ist einfach so, jetzt liege ich hier, so genau, loslassen, was soll ich jetzt akzeptieren, Und dann aber hast du natürlich schon gemerkt, dass du noch lebst und wolltest irgendwie Hilfe holen. Es gab dann noch einen Moment und den fühle ich noch komplett. Ich habe mich einigermaßen erholen können so, und habe dann auch gecheckt, okay, du stirbst jetzt nicht. So. Und dann war natürlich der erste Gedanke, ich muss nach Hilfe rufen. Und dann kam aber keine Stimme. Und das ist ja sowas Identitätsstiftendes, eine Stimme zu haben. So, ne? Und es war halt wirklich nur Röchel, Röchel. So. Und dann habe ich erstmal eine Aufgabe gekriegt und musste erstmal versuchen, wieder eine Stimme zu kriegen. Und dann kam so ganz langsam und so. Und irgendwann kam der Moment, so wie so ein Klicker, und dann war die Stimme wieder da. Und das war ein Fest. Das war richtig Party-Style. Das war so, wow, shit, ich habe eine Stimme, ich bin da, ich bin, I'm still alive. So, das war so, und das fühle ich total. Das ist so. Ja, das ist ja schön, also schön, dass das, weißt du, so, weil jetzt hast du voll das Lächeln im Gesicht gehabt, aber vorhin bei dem schlimmen Part hast du nicht so ein verzerrtes Gesicht gehabt. Das heißt, eigentlich hast du dir mehr das Positive am Ende aus einer sehr schlimmen Sache rausgezogen. Ja, auf jeden Fall. Kann ja auch sein, dass du sonst jedes Mal, wenn du jetzt bei einer Garage vorbeigehst, anfängst, zu zittern oder so. Man weiß ja nie, wie Trauma ist, weißt du, wo die sich festsetzen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Trauma ist, aber ich merke schon, dass im Auto, wenn es ab 120, 130 das hat aber einfach mit Kontrollverlust zu tun, ne? Weil das mit dem Runterfliegen war auch ein Kontrollverlust. So. Also wie Boden unter den Füßen, ne? Weg. So ist ja auch so ein Albtraum, der oft bei vielen Menschen auftaucht. Da merke ich so, fuck. Und das ist aber nicht ein körperliches, ich fange nicht an zu schwitzen oder so, sondern es ist einfach nur, ey, bitte langsamer. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Wenn deine Hüfte komplett durchgebrochen ist, du irgendwo bei einem Autounfall eingezwängt oder wenn sie dich rausfräsen müssen oder so, ey, das lohnt sich einfach nicht. Nee, voll. Das ist einfach für scheiße. Die 20 Minuten, die man dann eventuell vorher da ist, ne? So, muss ich auch manchmal sagen, beim Schnellfahren. So. Ja, und das ist das Einzige. Sonst ist wirklich null Trauma. So. Aber erzähl noch mal bitte zu Ende, dann hattest du deine Stimme wieder, hast geschrien um Hilfe und kam niemand, hat mich niemand gehört. So, ne? Anscheinend war die Stimme nicht kräftig genug oder keine Leute, so. Auch die Gerüstbauer haben es gar nicht mitgekriegt. So. Und dann sehe ich nur auch so fast wie im Film, wie in meiner Blutlache, ich hatte halt eine fette Platzwunde, so, wie in meiner Blutlache mein fucking Handy liegt. Direkt vor der Nase, ich habe es nicht gesehen, vor lauter so inneres Abscannen habe ich dieses Handy nicht gesehen. Und dann habe ich ich war mit einem Schauspielkollegen eigentlich verabredet, so, und so, Dominik, klick.
Und er hat mir im Nachhinein erzählt, ich weiß das nicht mehr so genau, ich hätte wohl einfach nur ins Handy gerufen, Dominik, ich habe Scheiße gebaut. Bühneneingang, Theater. So. Und er war mit seiner Tochter auf dem Schloss in Heidelberg oben so, ist dann irgendwie runter, wusste nicht, was ist los, ne? Und dann hat er Garagentor nicht öffnen können, hat nur unten durch einen Schlitz reingeguckt und dachte so, oh nein, offener Bruch, ne, wegen dem ganzen Blut. So. Und dann hat er noch seine 9-jährige Tochter dabei gehabt so, und dachte nur so, oh nein, shit. Hat natürlich sofort Hilfe geholt, ne? Erstmal Schlüssel, Garagentor öffnen, Krankenwagen, so. Und ja, und die erste Begegnung war natürlich dann mit der Polizei. Die Polizistin war komplett überfordert mit der Situation, weil wohl schon mal jemand über dieses Dach versucht hat, irgendwo einzubrechen und da schon mal da reingeknallt ist so. Und die hat mich halt nur angepflaumt. Was suchen Sie auf dem Dach? Sind Sie verrückt? Blablabla. Und ich weiß, völlig überfordert gewesen, die arme Frau. So, ne? Und dann kam dann Dominik dazu und hat dann da geschlichtet. Dann kam der Intendant, dann kam die ganze Dramaturgie. Dann kam, plötzlich war ich umgeben von... Und du liegst da immer noch in einer Blutlache. Und ich lag da immer noch so. Ne? Und alle klären erstmal, was passiert ist, bevor dir jemand richtig hilft. Und alle überfordert. Ne? So... Wie gesagt, ich habe es nie mehr so haargenau im Kopf, weil ich natürlich logischerweise so... Ja, und dann kam der Krankenwagen, dann ging es dann schnell, so Halskrause, bla, so bam. Und ich bin ja zum Glück nicht in Ohnmacht gefallen, sonst hätte ich verbluten können. So. Ach so, ja. Und dann ging es dann schnell, die haben mich dann da hingefahren. Und dann, das war dann nochmal schlimm, weil dich die Leute anfassen. Und du bist so... So, ne? Und dann, die fassen dich dann halt an und müssen dich rüber und so. Und da hat es mich dann, hat es mich dann endgültig ausgenockt und das war auch gut so. Dann gleich Not-OP und dann, ja, und dann war ich. Was war alles kaputt? Oberschenkelhals war der Hauptbruch. Zum Glück schön sauber, keine Trümmerbrüche so. Einmal schön Oberschenkelhals, dann Jochbein war gebrochen, Lunge war gequetscht, Mittelfuß war angebrochen. Genau, also ich hatte hier eine Platte drin, so, hier war so ein Titanstab drin und der Rest ist von selbst verheilt. Und dann 3,5 Jahre Physio, ich war irgendwann so voll aufgepumpt, ja, ich hatte meinen Personal Coach, es war halt ein Berufsunfall, ne, so, es war ja im Auftrag, so. Ich hatte meinen Personal Coach, so Sportmediziner, bla, der hat mich getrimmt, ja, ich war echt so Bodybuilding-mäßig unterwegs und hab auch super clean gelebt, ja, kein Alkohol, nix rauchen, so, und war dann echt auch so einfach eine Maschine geworden, so, und um nochmal einen schönen Moment zu beschreiben, nach diesen 3 Wochen Krankenhaus und dann Krücken, das erste Mal wieder aufs Fahrrad rausgehen und ein Piece malen, so ganz alleine. Das war aber auch dann, muss man auch sagen, weil das war mit das Erste, was du auch machen wolltest, gefühlt. Ne? Natürlich, also, ich habe darauf gewartet. Ja. Und das gibt dir die Kraft, das ist wirklich das, weil du auch in dem Moment, wo ich da lag, das ist so die Zuversicht und dieses, hey, nee, da ist noch nicht Ende. Da ist noch nicht Ende, das wartet noch auf dich. Und das ist auch, um nochmal auf Sigi zurückzukommen, ne? Der da eben leider auch gehen musste. Das hat ihn so geärgert, weil er hatte noch so viele Pläne. Und woran ist der, also für alle Leute, die das noch nicht wissen, ja, weil es gucken ja, sind ja alle, nicht alle so Graffiti-affin. Sigi ist Dare, D-A-R-E, Dare, aus Basel. Wird auch in jedem von meinen beiden Sweat-Bildern da, in jedem von den Sweat-Bildern, ja, ist genau, ja auch immer eine Widmung an ihn. Das ist wirklich so ein Urgestein, sowohl in der Schweizer Hip-Hop-Szene als auch ganz europamäßig wirklich legendärer Typ, ja, ne, der wirklich viel illegal, aber auch viel krassen Ausstellungskram gemacht hat, ne? Und kannst du noch ein bisschen was über und eben auch an einen Kümmerer. Wir hatten doch vorher das Wort Kümmerer irgendwie nochmal so beleuchtet. Eigentlich auch ein bisschen ähnlich wie du, finde ich. So einer, der sein Ding so komplett durchzieht, aber gleichzeitig, und das ist wirklich, das finde ich, das macht die Leute groß. So. Gleichzeitig aber auch das ganze Movement unterstützt und supportet. Und den Leuten Chancen gibt und Türen öffnet und das große Ganze immer im Blickfeld hat. So. Und Sigi ist auch so einer gewesen, eben, der hat uns mit 14, wir hatten Trouble, so, wir waren komplette Anfänger, wir waren so Super Toys. Ne?
Und der mit seinen, obwohl er schon so etabliert war, kommt einfach und sagt, diese fünf Jungs sind gut. Ich bringe die auf den, ich bring die auf guten Weg. Die sollen dann machen, was sie wollen, aber ich bringe sie auf den Weg. Und das ist einfach, ey, solche Leute, weißt du, müsste es viel mehr geben eigentlich, ja, ne, so. Und, genau, und wie sind wir auf Sigi gekommen? Nee, achso, Sigi musste dann gehen. Genau. Ja, genau. Ja, er hatte, du meinst, er hat dann noch so viel zu tun. Ja, also, er hat so, ja, weißt du, er hat die Carhartt Gallery ins Leben gerufen. Ey, Mann, ich wüsste gar nicht, es gibt so vieles, was er ins Leben gerufen hat und auch einfach ermöglicht hat. Und dann kam halt eben diese Nachricht mit dem Tumor im Kopf. So, und das, ich fand das so krass, dass ihn eben, dass seine erste Reaktion war da so, dass er sich einfach geärgert hat. So, nein, doch nicht jetzt, weißt du, so, komm noch 20 Jahre später, aber doch nicht jetzt. So, ja. Ja, das ist schon krass, ne? Aber so wichtig, dass diese Figuren eben auch so dann am Leben gehalten werden durch eben so Widmungen in Bildern oder durch so, ja, eine Story, genau, im Podcast und so. Ja, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich mit dem Zug durch Basel gefahren bin, das war noch in den 90ern, ich glaube, wir hatten irgendeine Hip-Hop-Jam, also frühe 90er, einer, ich glaube, vielleicht mit unser erster Gig überhaupt in der Schweiz war in Biel, das waren irgendwie, glaube ich, 1-2 Doppelkopf und Dynamite Deluxe. In der Kupol. So. Ja, ja. Und wir sind aus Hamburg mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Das war natürlich ein Höllentrip damals. Ja, ja, genau. Da gab es auch noch keine ICEs und so. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass wir ewig dahin getuckert sind. Und definitiv der Höhepunkt dieser ganzen Reise war diese die 15 Minuten, die man, ne, so, ja, also, vorm, ja, Hauptbahnhof, ja, und dann wieder raus. Also, ja, die Line in Basel ist wirklich einfach eine komplette High-Quality-Graffiti-Hall-of-Fame, wo so viele bunte, technisch krasse Bilder waren und jedes dritte Bild ungefähr war von Sigi. Ja, ja, also genau. Der hatte wirklich, da kam ja auch gerade dieses großartige Buch raus über die Basler Line, kann ich echt nur empfehlen. Ja. Ah, wollte ich dir mitbringen eigentlich. Ah, nächstes Mal. Ja. Genau, ja, wo man so die ganze Story der Basler Line nachvollziehen kann. Wo du gerade Buch sagst, es sind viele von unseren Graffiti-Freunden, unter anderem Riot und Wow, Markus Genesius, haben jetzt gerade in den Wochen neue Bücher raus, die so ein bisschen entweder die letzten Jahre showcasen bei Riot oder bei Wow seine ganze Karriere showcase. Du hast ja auch eine mega lange, illustre, wortwörtlich, Graffiti-Karriere hinter dir und hast noch nie ein Buch gemacht, sonst hätte ich es bei mir in der Sammlung, ja, definitiv. Ja. Wie stehst du so zu diesem Thema? Also hast du Lust, noch eins zu machen oder ist dein eigener Anspruch so hoch, dass es bisher nicht passiert ist? Oder? Nee, ich hatte einmal mit Krixel hier Aschaffenburg, haben wir mal ein bisschen Diskussion und dann kam es aber nicht zustande, ich weiß gar nicht mehr warum. Da war die Planung, ein Buch zu machen, wirklich so... so die Karriere sozusagen abzulichten, dann kam das nicht zustande aus, weiß ich nicht mehr genau, was war das, über Publikatverlag so. Dann war noch, wollte ich mal ein reines Sketchbook machen, so. Und es hat sich einfach nie ergeben. Aber die Idee ist immer im Raum, so, und ich werde das auf jeden Fall irgendwann machen. Ich wollte dann auch mein 30-Jähriges. Ja, weil eigentlich habe ich 30-jähriges Jubiläum, so, es wäre, ne, das hat, der Anlass hat, war irgendwie nie so da, ne. Aber muss ich auf jeden Fall machen, ja. Ja. Übrigens, dass du gerade Sketchbuch meintest, für alle nicht graffiti-affinen, Sketchen heißt die Skizzen machen. Also das heißt nicht, dass du Sketches aufführen willst, obwohl du auch sehr unterhaltsam bist und in den letzten Tagen uns auch mit vielen guten Witzen auf jeden Fall die Zeit verschönert hast. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Graphsport. Auf Instagram heißt ja Sweet Uno Graphsport. Yeah. Und ich finde auch jedes Mal, wenn wir zusammen malen oder wenn man dich malen sieht, einfach, das ist sehr viel irgendwie auch, also der Moment, wo du malst, ist genauso interessant fast wie das Endresultat auch. Yeah. Ne? Also es ist irgendwie, ich erzähle es jetzt einfach mal, also wir hatten auch eine Woche, wo wir uns bei mir in der Kunstwerkstatt eingeschlossen haben, einfach nur Leinwände gemalt und draußen ein bisschen gemalt und dann ab und zu catche ich dich in so Momenten, so, du guckst super lange deine Bilder zwischendurch an, ne? Mhm. Du sitzt dann da so, guckst irgendwo hin,
So, ich habe die einmal erwischt, so wo du da so mit einem Tee, mit einem Kaffee so vor dem Bild standst, was auf dem Tisch lag, so, und so gerade den Kaffee gesippt hast. Und an dem Bild hattest du auch mehrere Tage schon rumgemalt. Mhm. Und dann auf einmal Affekthandlung. Zack, einfach so ein Schluck so Kaffee aufs Bild und nicht so, wow. So, oder das eine war, bist du gerade auf dem Boden und machst irgendwie reibst über irgendein Bild drüber, verreibst irgendwas und Yannick und ich sitzen da so und gucken dich so dabei an und du weißt, fühlst dich aber unbeobachtet und bist so. Spuckst einfach auf dein Bild und ja. Ich finde das eben so super krass, wie organisch es ist und ja, genau. Ja. Und du hast ja auch schon irgendwie den Sprung irgendwie in diesen Contemporary Art Markt, also du bist schon Street- und Graffiti-Artist, ne, aber bist auch in Galerien am Start, die vielleicht nicht nur diesen Fokus haben, ne? Mhm. Das ist so in Frankreich, glaube ich, und Schweiz und Deutschland und wo noch? Das sind so deine Hauptmärkte, ne? Das sind sie, ja. Und viele Leute, die aus dem Graffiti kommen und dann in diesen richtigen, weißt du, Contemporary-Kunstmarkt kommen und machen das ja mit Stilmitteln, die dann auch außerhalb des Graffitis sind. Oder das ist so ein bisschen wie so, wenn du als Rapper den Hit hast, dann ist auch meistens irgendwie der Refrain so poppig, dass gar kein Rap-Song mehr ist, ja, oder genau. Irgendwie sowas. Weißt du? Ja, genau. Und bei dir ist ja echt so, dass so die Sachen sind eindeutig Graffiti, aber irgendwie hat es so durch deinen Strich und irgendwas, also es sind alles Buchstaben, aber es geht auch voll weit weg vom Buchstaben. Man sieht in den Buchstaben teilweise Charakter und ich erfreue mich einfach immer an den unterschiedlichen Formen, also wie du Striche nutzt. Ganz viel ist ja im Graffiti, die Outline ist ja eigentlich so ein super wichtiges Thema und die Sauberkeit der Outline. Also ganz viele Graffiti-Writer definieren sich ja über die perfekte Sauberkeit. Die Linie ist so krass perfekt und dann schließt sie ab und es geht, weißt du, nicht ein Ding drüber. Und bei dir ist es so, du bist eigentlich einer der perfektesten Linienzieher, die ich kenne und trotzdem liebst du aber auch ein bisschen das Unperfekte. Also du liebst zum Beispiel, weißt du, wenn hier eine Kante ist, dass dann trotzdem die Linie geht ein bisschen hier rüber, die so Überlappung. Und ganz viel ist irgendwie so der Ausdruck des Strichs. Ne? So, so wie hat sich dieser Stil entwickelt? Was sind so die Ingredients? Meinst du, dass das Theaterding damit was zu tun hatte? Oder sind es auch bestimmte andere Artists, die irgendwie auch so diesen, was hat dich inspiriert? Also ich bin einfach, wo soll ich da anfangen? Verbindungen herstellen, so. Sprich, viele verschiedenste, weil wir es davon hatten, passt doch gar nicht zusammen und so, ne? Ich liebe das, mich zu inspirieren von etwas, was erstmal mit Graffiti nichts zu tun hat. Zum Beispiel wie Tanztheater, zum Beispiel. Dann guckt man sich ein komplett abstraktes Tanztheater an und wir hatten es ja vorher davon, ne? Die arbeiten ja genauso. Da sitzt der Choreograf oben und sagt, ja, nee, da geh ein bisschen mehr rechts, stopp. Und jetzt zieh rüber nach links unten und mach aber den Schlenker, damit es nicht so perfekt ist. Weißt du? Ja. So. Also Tanz, Breakdance zum Beispiel. Hammer, ey. Weißt du? Die ganzen B-Boy-Charakter, ne? So, die machen ja nichts anderes als, ich habe ein Projekt, Shared Canvas nennt sich das, mit einem Breakdancer, der gemeint hat, es hat ihm total geholfen, dass er während des Tanzes an Buchstaben denkt. Weißt du, so irgendwie so, ey, tanz doch mal ein P. Okay, wie würde ich das machen, weißt du? Und nicht einfach nur, ja, klar, so, sondern mit dem ganzen Körper. So. Und eigentlich versuche ich dann, beim Graffiti-Malen denke ich dann manchmal auch so da dran, also weil du vorher beschrieben hast, dass ich so lange manchmal gucke. Ich versuche dann beim Gucken mich an solche Sachen zu erinnern, damit es nicht immer dieses stumpfe, ich muss die Outline treffen, weißt du, so, sondern eher so, nein, tanz dein Piece, ja, so. Ja, ist wirklich auch gerade wenn man mit dir an der Wand malt, so, dann, weil ich finde so, die meisten malen dann schon irgendwie immer in so einem Radius, wo der Körper so ist, oder vielleicht sieht man mal eine lange Linie, aber bei dir sieht man nicht dann auch auf einmal so. Ja, so genau. Aufmachen. Und es ist wirklich eben deshalb, dieses Graphsport ist echt so ein bisschen Name des Programms, also es ist wirklich und viel. Und auch alleine, ich meine, weißt, alleine dann irgendwie, sagen wir mal, du malst auf Leiter, ja, dann nimm das mit, das Feeling der Leiter, so, bam, dann steht die da wie ein begonnenes W oder wie so ein V, was auf den Kopf gestellt ist, oder eine Pyramide, dann geh doch mal unter der Leiter durch und mal da den Dot und weißt du, so, wie, das ist ja beim illegalen Graffiti auch so, ne? Du musst ja teilweise an unmöglichsten Stellen komplett im Dunkeln, total verzerrt irgendwie die Linie hinkriegen, so, und hast bis voller Adrenalin, dann ziehst du natürlich anders oder füllst anders, so.
Und das ist ja, das ist, für mich ist Sport halt einfach Körper, so. Und da mit Bewusstsein für den Körper während des Malens, also vielleicht gar nicht so sehr aufs Bild konzentrieren, sondern eher auf meinen Zustand und auf meine Bewegung konzentrieren, so. Und dann bleibt es für mich auch abenteuerlicherer und man kann mehr entdecken, weil es eben nicht übers reine Controlling geht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Mixtape machen oder so. Es ist dann nicht dieses konzeptionelle, ich mache ein Album und alles muss irgendwie bla, sondern es ist halt schon auch eine Überraschung dabei beim selber Hören danach, so mit so, wow, das war, das habe ich gemacht. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das ist so, auch sich selber ein bisschen entdecken, so. Ist deine Graffiti Leidenschaft oder Euphorie jemals zwischendurch von dem Initialzündmoment bis heute, gab es mal so Tiefpunkte, wo du irgendwie einfach der Kunstform, entweder von dem, was sie insgesamt geboten hat oder von zu wenig Inspiration deinerseits, wo du mal irgendwie so gemerkt hast, so irgendwie, ich hinterfrage es gerade, ob das mein Ding noch ist oder so. Null. Hammer. Finde ich, sieht man in deinen Bildern irgendwie auch an, weil auch immer so viel Liebe einfach für Graffiti-Kultur einfach drin ist. Ne? Graffiti, also, Graffiti ist mein Leben. So. Ja. Das ist so, ich bin das. Also das klingt ein bisschen blöd, aber ich dachte auch gestern, habe ich so aus Salopp irgendwie gesagt, ich möchte das mein ganzes Leben lang machen. Ja. Und das stimmt wirklich. Ja. Ich möchte das wirklich machen. Ja. Weil ich so einfach, das gibt meinem Leben so viel, auch einfach, ich habe so viele gute Menschen kennengelernt durch Graffiti, so viele schöne Räume gefunden und ich spüre auch, dass da noch so viel drin ist. Und ich fühle mich immer, wenn ich Graffiti mache, fühle ich mich immer so ein bisschen so wie 18. So. Ja. Und es ist doch nicht, es gibt doch nichts Besseres, als sich jung fühlen. So. Neugierig bleiben können und so Sachen. Ja, vor allem, weil es nicht jetzt irgendwie so krampfhaft an irgendwas festhalten. Ist ja trotzdem eine mega Entwicklung zu verbuchen, weißt du so? Also es ist ja halt nicht jetzt so, wie wenn man mit Anfang 40 den gleichen Kram rappt wie mit 18. Ja, also genau. Ist das dann irgendwann vielleicht peinlich so, aber ich finde so, man sieht eben konstant, also wenn man jetzt einfach mal deine Timeline bei Insta durchscrollt, so von selbst irgendwie, weiß nicht, folge ich vielleicht seit 2017, seitdem ich Insta habe, und selbst in der Zeit hast du dich ja so krass viel entwickelt, also man sieht ja, dass du wirklich jeden Tag irgendwie an dieser Kunstform und damit zu tun hast und da Liebe reinsteckst. Und trotzdem, finde ich, sieht man auch immer den Ursprung. Weißt du, das ja, der ist so. Mir auch wichtig. Genau, das deswegen will ich immer die schwarze Outline haben. Ja. Damit der Ursprung immer da ist. Ja. Das ist. Aber die schwarze Outline ist eigentlich der Stabilo aus den Kinderjahren. Ja. Ich habe immer mit schwarzem Stabilo auf weißem Papier. Ja. Und jetzt ist es halt die schwarze Montana oder whatever, die schwarz. Das ist so, ich brauche das, ist mein Boden so. Und den will ich pflegen, immer schön pflegen und weiterentwickeln und bestäuben, weißt du, so. So, ich muss jetzt aber doch mal, weil wir es jetzt schon davon haben, ich habe ja noch, surprise, surprise. Da hast du einen Surprise. Ja, du meintest doch, ich soll mal noch gucken, was ich so werdegangmäßig ja, voll, Fotos wenn haben. Wir den Leuten ein bisschen was zeigen können, damit sie heiß werden auf dein, ich hab dann dein Schaffen. Auf dein Befehl hin. Ja. Wenn der Boss befiehlt, dann wird er auch nachgekommen. Oh, ich traue mich fast nicht. Ich habe in meinem Fotoarchiv, damals war ja noch nichts digital, ja. Habe ich dir Fotos mitgebracht. Wow. Das ist mein erstes Graffiti gewesen. Pits. Wow. Das war mein erstes Graffiti. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Steht da, ist das die Jahreszahl? Nee, ne? Was steht hier? Nee, 10. Ja, könnte sein. Nee, da steht Pits. Ach so, das Z ist so ein kleines Z. Nee, das dahinter. Dieses hier, ist das keine Zahl? Das steht nicht irgendwie 1900 irgendwas? Nee. Nee, aber das war 90. Ah, okay. Ja. 90. Also 1990 gab es hier den Pits. Das ist auch in Basel. Das illegal ist Basel. In Basel. Ja, genau. Okay, also falls der Besitzer sich genau. melden mag für die Sachbeschädigung, das hier ist Cedric Pintarelli. Er ist schuld. I'm sorry. Telefonnummer 017. 8. Ja, hier das erste Suite. Wow, von wann ist das? Das ist wahrscheinlich so 94 oder 93, 94 gewesen. Die Fotos können wir ja später mal noch angucken. Ja, können wir auch auf jeden Fall einblenden. Natürlich. Und kann man natürlich auch mal eine schöne Auswahl treffen und dann einblenden. Ja. So. Hammer. Auf jeden Fall, genau. Das ist auf jeden Fall echt krass.
So, wenn man die Ursprünge hat, das erste Bild. Ja, ne, und dann war mal in Blackbook festgeklebt, so. Mhm. War schön, genau, und dann so das, mein erstes eigenes Graffiti-Magazin. So, wow. Weißt du noch, selbst Bulldozer. Low ja, Budget. Weil so im Vergleich zu Insta heute, ja. Weißt du, so. Ja, das muss man natürlich auch echt nochmal Revue passieren lassen, wie wichtig für uns diese ganzen Graffiti-Magazine waren. Ne? In einer Zeit, wo es kein Internet gab und wo wir alle irgendwie als Fans dieser Kunstform auf dem Globus verteilt waren und die einzige Art, informiert zu sein, mhm, ne? Und zu wissen, was in dieser Szene geht, war durch On The Run Magazin zum Beispiel, denn wie hieß das aus der Schweiz eigentlich? 14K. 14K. Gab es auch Wicked mal? Das war ganz Wicked kurz, die hatten so ein paar Ausgaben, das war eine Hip-Hop-Zeitung auf jeden Fall. Ja, genau. Von den Luzernern. Denn was gab es in Deutschland? Style-File und so, ja, weiß nicht, wann die gekommen sind. Die kamen dann später, aber ich glaube schon noch vor 2000. Also ich weiß, dass On The Run war auf jeden Fall das Magazin, was für mich du irgendwie, also so augenöffnend und, ja, ja, und ja, wo man so Blut geleckt hat einfach, ne, wo man so das. Und das Schöne war ja auch in der Zeit, dass halt wirklich so jede Stadt hatte so seinen Style, mhm, und seine Leute. Ja, wie findest du, dass die Globalisierung hat dir zu viel vermischt in deinen Augen? Also fehlt dir das so ein bisschen, dass man so, ich hatte auch das früher, dass man wirklich, konnte in Hamburg irgendwie, ich habe ganz spät ja Führerschein gemacht, das heißt früher unsere ganzen ersten 5 Jahre Hip-Hop-Jams waren ja immer nur die anderen fahren und ich, weißt du, ich kann kiffen oder schlafen, mhm, und dann kann ich irgendwo einschlafen, wach irgendwo in Deutschland auf und gucke an der nächsten Autobahnbrücke und ich weiß ungefähr, wo ich bin, ja, weil der Style der Stadt, weil es wirklich festzumachen war. So. Mhm. Und das ist jetzt ja nicht mehr so, weil natürlich jeder von überall sich beeinflussen lassen kann. Mhm. Fehlt dir das oder siehst du eher die Vorteile auch da drin? Also was mir ein bisschen fehlt, also klar, aus nostalgischen Gründen sage ich schade, ne, dass keine Stadt mehr so einen markanten Style hat oder keine markanten Style-Pfeiler mehr hat sozusagen. Finde ich schon, aber andererseits sage ich, ey, das ist halt die Zeit, das ist halt die Entwicklung, ne? Ja. So. Was ich glaube, was ein bisschen auch durchs Internet und bla, weil man so viele verschiedene Stile und eben auch Informationen hat, mir fehlt manchmal ein bisschen so der Unique-Faktor. Mhm. Weil man heutzutage, die Dosen sind ja auch so bedienfreundlich geworden und so, man kann halt relativ schnell gut sprühen, so. Ja. Aber du musst halt, ich sag's jetzt mal streng so, mach halt erstmal deine Hausaufgaben, bevor du das Fading da ansetzt und da noch einen Highlight-Stern und so. Ja. Sondern, also weil durch diese Schule bin ich gegangen in Basel, da ging's halt echt darum, deinen eigenen Style. Ja. Versuch herauszustechen, versuch unique zu sein, versuch auf den ersten Blick erkennbar zu sein. Ja. Und wenn du eher, da war halt auch so, ne, Biting, sobald du einen Buchstaben, der nur ähnlich war zu einem anderen hieß, hast du gleich auf die Finger gekriegt, so, ne? Also es ging wirklich, wir hatten es auch wegen Identität, ne? Also es war wirklich so, versuch deine Linie, deinen Style zu kreieren. Und dann darüber hinaus dann natürlich Art of Biting, natürlich darfst du dich beeinflussen lassen, aber du musst es erst droppen, wenn du merkst, okay, das kann nur ich, so. Und das finde ich schon, dass es heutzutage arg verwaschen ist. Ich weiß nicht, wie es in der Musik ist. Ja, auch so, wo man so. Ja, ich meine, schon kann man auch den gleichen Vergleich ziehen. Damals war es natürlich super viele Unikate sozusagen. Und jetzt ist irgendwie auch total legitim, dass gerade, weißt du, ein paar Artists in den Charts fast den gleichen Namen haben, zum Beispiel, weißt du, mit einem Anfangsbuchstaben anders oder also diese, das ist irgendwie nicht mehr so ein wichtiges Kriterium irgendwie. Also, also ich könnte die teilweise gar nicht unterscheiden, alles, aber für die Kids scheint es ja trotzdem dann noch super unique zu sein und die, weißt du, wissen dann, warum sie wem davon folgen und ich glaube, es ist echt so ein bisschen Generationsunterschied. Ich glaube auch, ne, es ist einfach diese Zeit einfach und ja. Ja, ich finde es auch nicht so schlimm, ne, aber wegen Magazinen, es geht mir dann schon auch in vielen Magazinen so und auch im Internet, dass man, es ist dann so viel und es ist so beliebig, dass man es eigentlich nur noch so überfliegt. Ja. Und dann höchstens mal auf dem Klo noch mal irgendwie so, ah, der sticht raus, den verfolge ich mal. Ja. Ja, weil man will ja dann beim Gucken auch was lernen. Und wenn man dann irgendwie nichts lernt, dann überfliegt man es halt so. Wie viel Zeit meinst du, hast du wirklich, kanntest du das irgendwie in
abschätzen, wie viel Zeit du schon in diese Kunstform investiert hast? Weil gerade gestern, als wir im Atelier waren, habe ich dich wieder so Striche ziehen sehen. Und teilweise sind es ja auch so Sachen, wo man so denkt, also das mag ich an deinem Style, man denkt, es müsste simpel sein zu machen teilweise, weißt du? Und dann steht man daneben und merkt aber so, fuck, nee, ich würde das nie hinkriegen, diese Linie, weißt du? Mhm. Alleine, du hast irgendwie so von so einer so Outlines gezogen, weißt du, du ziehst diese Outlines und die, man sieht einfach so, dass da so viel Zeit drin steckt. So, wie lange hast du, also früher in den Anfangsjahren oder wie viel Zeit am Tag verbringst du ungefähr wirklich mit Kunst machen, auf Kunst gucken? Du meinst so explizit Graffiti, einfach mit sich mit Graffiti beschäftigen? Ja, und eben auch mit deiner Kunst, einfach mit mit deinem Skill. Sagen wir mal, also 5 Stunden am Tag auf jeden Fall, seit ich 14 bin. Hm. 5-6 Stunden auf jeden Fall. Hm. Die Gedankenwelt kommt ja auch noch dazu, ne? Hm. Also nachts im Bett vorm Einschlafen so. Oh, ja, genau. Oh, geil. Oh, der Writer. So, ne? Also sind es ungefähr so 5-6 Stunden am Tag. Hm. Dann wirklich konkret Graffiti machen. Oh, boah, das ist schwer in 2 Monaten. Auf jeden Fall jeden Tag mindestens 5 Stunden. Hm. Also schon irgendwie so ein Drittel, Viertel deines Lebens irgendwie geht ja safe in dieses Ding rein. Ne? Hm. Ja. Findest du auch? Also das ist irgendwie Essen und Trinken. Ja, sorry. Das von den Hip-Hop-Kunstformen irgendwie, ich kann mich immer wieder daran erfreuen und drüber begeistern, wie selbstlos auf irgendeine Weise Graffiti ist, weil der Erfolg, den man, also gerade die illegalen Sachen, ne, weil der Erfolg, den man erzielen kann, trotzdem so anonym ist und ne, so ganz anders als dieser Fame, den heute alle anstreben in diesem Internet-Zeitalter. So. Weil es sich nie auf dein Gesicht so richtig bezieht. Und ich freue mich gerade irgendwie bei diesen, also jetzt zum Beispiel das Moses und Tabs Buch, Shoutout an die Jungs, die haben mir das geschickt, das letzte Buch Avantgarde. Und da sind einfach so Stories drin, wo ich denke, so, ey, es ist so unglaublich, dass Leute so viel riskieren, nur in Anführungszeichen, um einen Zug schön zu machen, in meinen Augen, aber auch in Augen von anderen Leuten zu verunstalten sozusagen. Mhm. Und wirklich also Überlebensrisiko eingehen, Freiheitsstrafen und Geldstrafen in Millionenhöhen riskieren. Und der Output ist aber einfach was Schönes. Ne? Also ich finde die ganze Kette, auch wenn man so Stories hört, so von organisierten Verbrechen quasi, weißt du, so im Sinne von so, wie wird gecheckt, die wissen genau, wann die Polizisten irgendwo sind, also das Yard oder wo auch immer gemalt wird, weißt du, die Location wird vorher gescannt, dann hat man irgendwie Checker dabei und ist dann stundenlang in irgendeinem S-Bahn-Depot und malt irgendwas an und das ist irgendwie, weißt du, so eigentlich so wie so Terrorismus, aber am Ende entsteht Kunst. Yeah. Also, das ist so krass. In der gleichen Zeit, weißt du, könntest du ja auch dann eine Bombe in Zug basteln, so, ja, genau. Wenn keiner hinguckt. So. Ja. Aber du machst eben einfach diesen Zug an, damit sich andere Leute nächsten Tag im Idealfall drüber freuen. Und ich habe das irgendwie, also ich bin immer wieder überrascht, dass es mich überrascht, dass ich noch so überrascht bin. Weißt du, was ich meine? Also ich so, ja, genau. Ich habe so immer wieder die gleiche Faszination und bin immer wieder so auf, Alter, das ist so geil, warum checkt der Rest der Welt das nicht? So. Das geht mir auch so. Und wir hatten ja auch darüber geredet die letzten Tage, warum es eigentlich keinen Graffiti-Witz gibt, ne? Oder, ja, genau. Und es war auch so, ja, wahrscheinlich, weil es irgendwie im Mainstream, jeder sieht Graffiti, aber es ist trotzdem so ein Thema, was für voll viele Leute nicht interessant genug ist oder die Medien berichten, weißt du, auch nur immer wie bei Rap, so in diesem negativen Tenor darüber, so eigentlich so die Genialität dieser Kunstform. Oder gestern haben wir ein Video gekriegt von Writer-Homies aus Hamburg, die irgendwie in irgendeinem Tunnel wollten durch so einen Gullideckel oder so und haben den Gullideckel aufgemacht und dann haben da Karpfen gefunden und haben dann diese Karpfen gerettet, weißt du so? Und dann einfach einen Eimer geholt und irgendwie so fette Karpfen da rausgeholt und das sind eben, so, da war ich so auf, scheiße, Mann, das müssen die Leute auch mal sehen, weißt du? Ja, das ist nicht nur Destruction, sondern irgendwie auf dem Weg dahin ist auch super viel Liebe, ne? Also zum Beispiel die Jungs, ich weiß ja auch, ob das Rage war oder Moses und Tabs, die irgendwie einen alten, eine neue S-Bahn in Hamburg so umlackiert haben, nee, eine neue U-Bahn. Ja, in eine alte. In eine alte U-Bahn, ja, genau. Weißt du, dann wirklich vorne so das Stück so, ja, das genau. Ist mit genau der Farbe und das DB-Logo oder S-Bahn-Logo oder was das immer war, ist das alte und das ist ja so viel liebevolles Handwerk, genau. Wo dann ja auch selbst die Bahner eigentlich irgendwie sagen müssen, so das wow. Das muss man drauflassen, so, ja, genau. So, ja.
Das finde ich an Graffiti einfach so krass. Ich finde das auch so super charmant, ja, Graffiti. Für die Idee von Graffiti, also Graffito ist ja eigentlich vom ganz ursprünglich, ist ja Kritzelei einfach. Ja. Ne? Und das kann ja alles sein. Es kann eine Höhlenmensch sein, Malerei sein, bis zu der Tourist steht im schiefen Turm von Pisa und schreibt, I was here. So, also es ist so, es ist ja eigentlich so ein Mitteilungsding, so, ne? Irgendwie, hat man das nicht auch irgendwo schon mal? Teil dich mit, Alter. Teil dich mit, genau. Genau, ich finde es charmant und ich finde es aber auch einfach komplett menschlich. Ich finde es ein stinknormales menschliches Bedürfnis, sich mitzuteilen und zu sagen, I was here. Ja. Das ist so, oder Matrosen-Graffiti. Ne? Da gibt es ja irgendwie so ein, ich habe den Namen nicht mehr drauf, da war so ein Matrose, der hat halt an jedem Hafen, den er angeschippert hat, halt noch irgendwie hingetaggt. So, ne? Was, Kilroy was hier? Nee, Kilroy war jemand anderes. Anyway, es geht darum, ein Zeichen zu setzen, ey Leute, ich war da. Ja. So. Ist eben auch so schön. Ich meine, ich habe auch schon überall auf der Welt mittlerweile fast Tags gelassen und es ist einfach auch nice, wenn man so, weißt du, ein paar Jahre später schickt einem irgendjemand so, genau, hey krass, guck mal, ich bin gerade in San Francisco, hier ist ein Tag von dir. Ja, genau. Und solche Sachen. Ne? Und das ist einfach schön. Das ist wirklich schön, so zu wissen einfach auch, dass es, auch wenn es nicht immer für immer bleibt, aber also irgendwie. Ja, aber man wird wahrgenommen und das ist so irgendwie, ja, also an und für sich ist diese Sache nichts Kriminelles, sondern was Menschliches. So. Ja. Hattest du mir auch erzählt, du hast ja auch schon viel in anderen Ländern auf der Welt gemalt. Ich glaube, Indien ja auch und ganz viele unterschiedliche Orte. Und du hast ja bestimmt auch schon Orte erlebt, wo dieses ganze Graffiti-Ding anders ist, weil Leute das auch mögen, wenn ihre Häuser bemalt werden. Ne? Wo man einfach, also genau, da habe ich dir auch explizit... Ah ja, hier, guck mal. Das war eben in Indien. Oh ja. Ist das der Dalai Lama? Das ist der Dalai Lama. Ich hatte echt ein riesiges Vergnügen. Wir haben so Privataudienz gekriegt. Krass. Und Indien war schon auch noch mal so ein... genau, hier, da eben, was ich dir erzählt habe, weißt du, dann einfach halt im Himalaya-Gebirge halt gemalt. Ist das, hast du gesprüht oder sind das? Das ist alles mit Pinsel gemacht, ja, Pinsel, weil ich habe keine Sprühdosen gefunden da im Himalaya-Gebirge. Gab keinen Dosenshop. Nee. Montana hier, Tipp an euch. Ja, genau. Das ist auch geil hier. Was ist das? Ja, das war eben da auch, und genau, hier habe ich es. Das war dann so, das ist halt tibetisches Graffiti, ne? Aber das ist nicht von dir, also das war da. Nee, das hat ein Tibeter da gemalt. Ja, an alle Leute, die das jetzt als Audio-Podcast hören, wir gucken uns richtig geile Bilder von Sweets History an und ihr solltet das nochmal auf YouTube euch reinziehen oder geht auf das gute Sweet Uno Graphsport Profil und guckt euch mal an, genau, was der Mann macht. So, das ist natürlich richtig viel geile Sachen. Was war das hier? Das, der hat irgendwie so mantramäßig irgendwie so Bilder gemalt. Hm. Ja, gut, dann aber erzähl doch mal die Story vom Dalai Lama. Das hat ja auch noch nicht. Ja, hat ja auch noch keinen im Podcast hier, der den Dalai Lama persönlich getroffen hat. Ja, das war sehr schön. Das war über meine damalige. Also ich habe ja in Freiburg Schauspielschule gemacht, wie bereits schon erzählt. Und meine damalige Freundin, ihr Papa, hat dann. Das nennt sich Tibet Kailash Haus. Kailash ist ein heiliger Berg in Tibet, wo er halt so Sachen wie Meditation, da kamen eben, wurden auch so tibetische Mediziner eingeflogen, die dann Leute, die Krebs hatten und von den Ärzten aufgegeben wurden, haben halt dann noch irgendwie sozusagen ihre letzte Chance gesucht. Workshops, super. Und er hatte halt den Kontakt über den Bruder vom Dalai Lama zu ihm selbst. Und jedes Mal, wenn er rüberflog, hat er da halt eine Audienz gekriegt. Und wir durften da halt mit. Und das ist dann halt einfach eine Stunde. So, ne? Der hat ja seinen Time Manager, der immer schön nebendran sitzt und immer schön so, wir müssen jetzt und so. Genau, und du kannst da auch nicht irgendwie so blabla-mäßig reinmarschieren, sondern du musst halt eine Frage vorbereiten, die du an ihn stellen darfst, die wird vorher überprüft und dann darfst du die an ihn stellen. So. Oh, okay. Genau. Und dann sind wir da rein und dann kam dieser Mann rein, so wie er halt eben ist, ne? So der Frieden in persona, so, oder die Liebe in persona, so.
und hat uns da beäugt, hat uns gefragt, wo wir herkommen. Ja, so Deutschland, Schweiz. Und er so, ah, ja, das sind die Leute, die keine Zeit haben, dann setzt euch doch mal hin und so. Hat er gleich wieder einen Joke gemacht, alles schön vorbereitet, hat sich da hingesetzt. Und genau, und dann durfte jeder da seine Frage stellen. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er das, weil er doch schon seit seiner Kindheit mit diesem harten Schicksal der tibetischen Bevölkerung umgehen muss, als hineingeschobenes Oberhaupt, ne? Der hat das ja nicht freiwillig ausgewählt, er wurde auserwählt. Mhm. So. Und wie er das dann trotzdem immer schafft, mit diesem harten Schicksal dieses Volkes, immer wieder für die Liebe und für das Verständnis einzustehen. Mhm. Na, das kostet ja Kraft. Mhm. Woher kommt diese Kraft? Und das Schöne ist an ihm, er nimmt dich da so pur und er nimmt dich da so ernst und er ist so im Moment und er hat mich halt erstmal eine Weile nur gescannt. Wow. Und das war so, war cool. So. Mhm. Wie wenn er rausfinden wollte, was ich für eine Antwort brauche. Mhm. Weißt du, damit er nicht irgendwie so eine floskelhafte Larifari, sondern hat halt wirklich geguckt, mich versucht zu erkennen, so, ne? Weil er kennt mich ja erst seit 3 Minuten so ungefähr. Und dann hat er so geguckt, mich so gescannt, und, aha, wer ist das und so, und meint dann so, it's draining. Also es ist anstrengend. Genau, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Und dann hat er nur beschrieben, er steht halt jeden Morgen auf um 4 und noch vor dem Frühstücken wird er erstmal meditiert, dann wird gefrühstückt, dann wird geschrieben, hat ja schon unendlich viele Bücher geschrieben so. Und da, also sozusagen so Geist reinigen, Geist erweitern, so diese Sachen. Und da geht es ja immer wieder, sind halt die Hauptstichworte Liebe und Verständnis und so weiter. Und das muss man halt, wenn man das jeden Tag trainiert, so wie ich jeden Tag Graffiti trainiere, irgendwann hast du es drauf. So ist doch klar. Aber hast du, weil du ja auch dann schon deine Schauspiel Ausbildung hinter dir hattest da zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, ich war noch drin. Oder war es noch drin? Also dann vielleicht noch passender die Frage, weil wenn man so die ganze Zeit sich mit Schauspielern auseinandersetzt und dem Verkörpern von irgendwas, was man nicht ist, und dann trifft man auf einmal den Dalai Lama, war für dich ganz klar, okay, der ist so, oder hast du ihn auch gescannt und warst so, Ja, ja. Also, ich meine, weißt du, so, man ist ja auch irgendwie, auch, also ich bin auch immer... Man happy so. Nicht. Genau, also ich versuche immer nicht so zynisch zu sein, aber irgendwo ist auch so eine Grundzynik drin bei Sachen, weißt du? Und ich glaube schon auch an viele Dinge, die nicht belegbar sind, aber trotzdem kann ich auch nicht die Zynik ganz ausstellen. Weißt du? Ich weiß genau, es ging mir auch so, auch im Vorfeld dachte ich so, ja, jetzt wollen wir mal gucken. So, Und dann aber das Gefühl war wirklich so, der ist so, ne? Der und ist wirklich der sieht dich auch. Also hast das Gefühl gehabt, der sieht dich, wenn, als er dich angeguckt hat und erkennt irgendwas. Und, ja. Und bin wirklich ein bisschen gereinigt rausgegangen, weil es einfach so schön war mit ihm und er einfach auch so kluge Sachen sagt. Und was ich eigentlich fast am beeindruckendsten fand, dass er so ganz tiefe, kluge Sachen in einem Satz sagen kann, die dich einfach immer treffen. Der trifft dich die ganze Zeit mit ganz einfachen Sachen. Das fand ich eigentlich das Krasseste. Und da merkst du schon, dass der Typ einfach auf der Höhe ist. So. Ja. Und ich bin kein Fan, ne? Also ich bin kein religiöser Mensch, so, oder wenn, dann habe ich da irgendwie eine eigene Kreation von. Naja, aber schon hast gespürt, dass es auf jeden Fall so ein Spiritual Being ist, ne? Der irgendwie Berechtigung. Ich trage den jetzt so mit mir rum. Ja, aber genauso wie ich Sigi in mir rumtrage, wie ich meinen Schauspiellehrer in mir rumtrage, das sind so, es gibt einfach Leute, die sind so wie so Bausteine irgendwie. So, ja, Mann. Ich finde, da hast du auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, dir hat das Leben dir auch schöne Mentoren und Vorbilder und Wegbegleiter geschenkt, so, weil das ist auch echt eine Sache, die ich wirklich an dir mag und inspirierend finde und was ich auch irgendwie gerne mit den Leuten teilen will, dass du eben auch so jemand bist, der... zum Beispiel jetzt gerade in letzter Zeit, die sind natürlich auch durch Covid-Krise alle möglichen Schauspieljobs weggebrochen und wir haben uns dann auch immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, ausgetauscht über, weißt du, was ist gerade der Stand, so ich habe keine Gigs, du hast keine Gigs und wir sind irgendwie beide so, ey, aber wird schon, so weißt du, weil wir sind am Machen irgendwie und unsere Kreativität hört nicht auf, weil irgendwie mal, weißt du, ein, zwei Checks, weißt du, nicht aufs Konto kommen oder so. Ja, genau. Und meinst du, das ist auch so dem geschuldet, so dass du irgendwie einfach so ein, ja, irgendwie
Hang oder also dass das irgendwas in dir auch so spirituell ist und fühlt, weißt du, dass man, weil ich meine, ich glaube, wenn man eben nur alles von seinen theoretischen und Gehirnkapazität abhängig macht und alles nur durchdenkt, so, dann kann man eben auch überall immer sich in eine Richtung denken, wo der Horizont sehr dunkel wird. Ne? Und wenn man aber in seiner Gefühlswelt auch sehr viel ist und einfach weiß, so, dass meine eigene Energie, egal was die Welt jetzt sagt, meine eigene Energie sagt mir gerade, mein Leben wird jetzt nur noch besser die nächsten Jahre. Und das habe ich irgendwie bei dir auch das Gefühl, dass du so einen ganz, ganz guten inneren Kompass hast irgendwie. Gestern haben wir auch beim Schaffen genau darüber gesprochen, so mit. Und dann auch, trägt man Licht in sich oder trägt man nicht Licht in sich? Also Licht bedeutet für mich irgendwie so ein Grundvertrauen, dass sich die Dinge fügen und dass man eben nicht alles kontrollieren muss. Und dass wir eben doch einfach ein Teil dieser Natur sind. Und ey, das große ganze Konzept ist eh gegeben. Ne? Sommer, so Sommer, dann kommt das, dann kommt das. Dann wir schlafen nachts oder auch manchmal nicht. Aber nein, naja, ich meine, also, ich habe ein Vertrauen in dieses Grundkonstrukt, in dem wir uns bewegen, dass das richtig so ist. Und man könnte jetzt sagen, ja, okay, das ist Schicksalsergebenheit oder so, ne? Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig schicksalsergeben bin, aber ich habe einfach ein gutes Vertrauen in die Dinge und dass es schlussendlich immer gut wird. Ja. Und dass es dass das alles eine gute Sache ist. Ja. Sweet, so. Life. Sweet Life. Sweet Life. Sweet Life, ja. Voll, Mann. Richtig schön, ey. Cool, dass wir reden konnten. Ja. Wie gesagt, Leute, also einer meiner Lieblings-Graffiti-Künstler weltweit. Ich werde immer mir noch mehr Bilder von ihm kaufen und aber auch mit ihm so malen, dass ab und zu mal eine Leinwand umsonst für mich abfällt und Tauschgeschäfte machen und so. Ey, es ist eine Freude, dich zu kennen und wir haben es ja auch, tatsächlich, muss man ja auch mal zugeben, so, ich bin einfach in deine DMs geslidet bei Instagram, meinte so, yo, Digga, ich feier deine Bilder hart, kann ich dir mal eins abkaufen? Und dann bin ich auf Tour irgendwie, wir waren, glaube ich, in Mannheim oder so und dann bin ich irgendwie kurz mit Frankfurt, genau. Ja, genau, Frankfurt oder Mannheim oder so gespielt. Da sind wir mal kurz irgendwie abstechermäßig bei dir im Atelier vorbeigekommen. Ich habe mir da, übrigens, genau, ich habe mir ein fettes Bild da ja gekauft. Eine meiner Lieblingsleinwände, die ich überhaupt besitze. Ein Riesending, das irgendwie auch verputzt ist. Du verputzt auch Leinwände, ne? Also das ist auch eben so ein Stilmittel, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. Also ich habe wirklich so eine Leinwand von dir, wo teilweise so, weißt du, so die Diskrepanzen sind so groß, teilweise kommt was so weit raus und das ist irgendwie so ein richtig lebendiges Ding. Und vor deinem Atelier, als ich es abgeholt habe, da steht so eine Box, ne? So wie so eine Holztelefonzelle. Ah, die Tauschbox. Ja, ja, genau. Und da habe ich sogar ja noch, das kann ich auch noch mal kurz zeigen, diese wunderschöne gefunden. Die stand da auf einmal rum, diese Eisenbahn. Genau. Ein richtig schönes mechanisches Ding, da bewegt sich alles Mögliche noch und ich glaube hier, ja genau so, geht voll ab. Und ich habe ein Feuerzeug da gelassen als Tauschobjekt, weil ich meinte so, kann ich das einfach nehmen? Und du sagst, du musst irgendwas da lassen. Und ich so, ich habe nur ein Feuerzeug und lass Feuerzeug da. Also vielen Dank an wer auch immer das hier Forst Breidenbach Studio in Heidelberg gestellt hat. Ja, genau. Ja. Hey, war mir ein Vergnügen. Denn ich hoffe, dass dein Graffiti-Buch bald kommt. Ich hoffe, dass du auch bald wieder schauspielern kannst. Ich habe auch gehört, irgendwie in Hamburg bahnen sich Sachen an. So. Das heißt, das wäre auch schön, wenn du mal im Norden schön, Sachen machst. Und ansonsten, wenn du noch was zu promoten hast, jemanden shoutouten willst oder so, dann kannst du das jetzt. Oh, ich mache natürlich Shoutouts nach Hause, ist klar. Shoutout an die Family. An die Family. Süßen Sohn, deine liebe Frau. Genau, an Milo und an Vera. Und ich muss aber jetzt schon auch an die letzten Tage denken, so, ne, an Riot und so weiter. Voll. Mina Push. Yannick, nicht zu vergessen natürlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. I love you. Sehr gut, das ist so ein sweetes Abschlussstatement. Sweet Uno, meine Damen und Herren. Genau. Checkt das aus. Unterstützt diese großartige Kunstform Graffiti, egal ob ihr euch Bilder von Künstlern kauft. Stimmt, das ist auch ein wichtiges Ding, nochmal zu betonen, wie sehr ich, seitdem ich Kunst kaufe, einfach merke, wie es sich lohnt, Kunst zu kaufen. Also, das kann man jetzt auch nicht auf jeden übertragen, weil sich vielleicht auch nicht jeder leisten kann, so. Mhm. Aber. Denn doch, weil irgendwas kann sich jeder leisten, weißt du? Also ich kann mir eben auch nice Leinwände leisten, aber jemand anders könnte auch eine selbstgemachte Postkarte. Das ist so ein Unterschied, sich Prints oder irgendwelche hässliche IKEA-Art zu holen oder einfach von Künstlern, die man feiert und wo man einfach, ich gucke so gerne auf diese ganzen Leinwände. Ja, und vor allem keine Scheu.
Ja. Ganz viele Leute sind so wahnsinnig ehrfürchtig vor Kunst und Künstlern. Oh Gott, das darf man nicht anfassen. Ja. Nein, just do it. Ja. Go for it. Sure. Es ist nicht so wahnsinnig heilig. Ja, das stimmt. Ja. Hey, bis bald, mein Bester. Bis Sweet bald. Uno Graph Sport. Peace out.